Dieses Video gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die Bildeigenschaften für eine Qualitätsprüfung. Wenn Sie ein Bild und seine Bearbeitung vergleichen oder verschiedene Bilder einer Serie, empfiehlt es sich, die beiden nebeneinander anzuordnen. So springen die Unterschiede besser ins Auge. Die Kriterien, die Sie dann am besten nacheinander einzeln prüfen, sind die Farbbalance, das heißt, dass eine neutrale Graubalance im Bild besteht, die Helligkeit im Mittelton, der Kontrast, der Dynamikumfang. Diese beiden Eigenschaften werden durch das Setzen von Licht und Tiefe bestimmt und dann noch die Farbsättigung. Diese Kriterien werden in einem PDF separat im Detail behandelt und mit Beispielen illustriert.